Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. So, ich werde mich jetzt um die nächste Story-Mission kümmern, nämlich Funkstille. Dafür werde ich mich von hier aus schön aus der Luft abwerfen lassen und dann rüberfliegen. Außerdem habe ich im Internet in Erfahrung gebracht, wo genau ich Hasen jagen kann, die mir ja noch auf meiner Jagdliste für Tiere fehlen, die ich ja für die Platin komplettieren muss. Deswegen, die werden wir im Anschluss an diese Mission jagen. Nach Adlern werde ich mich auch erkundigen, so viel steht fest. Okay. Kriege ich hin. Soll ich jetzt... Ey, echt von hier aus? Wow. Okay. Wenn der Kletterhaken so weit reicht. Ah. Da, an der Stelle. Okay. Macht etwas mehr Sinn. Sind das Adler hier? Nee, oder? Nee, nicht wirklich. Hätte mich gewundert. So. Tja. Tja, wie mache ich das jetzt? Ah, so leicht geht das. Oh, dass mein Charakter immer noch so extrem wackeln muss. Okay. Ich würde sagen, da wäre es wieder besser, von hier abzuspringen. War doch, wie ich vermutet habe, die Position des zweiten Funkturms kommt erst dann zutage, beziehungsweise wird erst dann wirklich aufgedeckt, sobald man den ersten abgehakt hat. Und ich hätte gedacht, man könnte sich bei den ersten beiden noch aussuchen, welchen man zuerst machen möchte. Kann auch durchaus sein, aber naja. Also es hätte sein können. Dann eben in der Reihenfolge. Mir soll es ja recht sein. An sich ist es ja wurscht. Können wir uns wieder ein bisschen die schöne Landschaft anschauen, während wir mit dem Wingsuit hier fliegen. So. Ah. Ah. Nein, das war dumm. Wow. Shit. Was zum Teufel? Oh Gott! Hier, die sind ja überall hier! Scheiße! Ja geil, und einer von denen ist mir brennend hinterhergelaufen. Was bist du denn für einer? Alter, ey, sein Gehirn war doch schon vorher durchgebraten, bevor er Feuer gefangen hat. Ach du Scheiße, warum... Oh, ich spawne direkt wieder hier. Ja, das ist gut. So. Alter, als ob. Oh Mann. Ach komm. Na? Wo ist Mr. Flammenwerfer? Was zum Teufel? Wo ist er? Ich wollte ihm gerade seinen Benzinkanister auf dem Rücken wegballern. Ich hab mich nie groß versteckt, du Idiot. Ha! So, das war los. Musst du nur kurz zielen, Kollege. Oh Mann, ey. Die nehme ich natürlich mit. Das, was hier drin ist, natürlich auch.
Ja. Hammer, ne? Ist halt das Risiko, wenn ihr einen Flammenwerfer-Typen bei euch im Trupp habt. Ist halt Feuerteufel-Gefahr, ne? So. Ja, eigentlich wollte ich per Gleitschirm, das war mein Gedanke, ich wollte noch, während ich den Gleitschirm offen habe, schon mal einen Kletterhaken auswerfen. Ich dachte, das wäre möglich. Nope. So. Und so. Okay, das sollte reichen. Eine Sekunde. Okay, der dritte Störsender ist auf dem Truck. Im Süden. Auf der Straße südlich von dir. Wenn du dich beeilst, kannst du einen Hinterhalt legen. Alles klar. Aber ey, guckt euch das mal an hier. Guckt mal an, wie extrem mein Charakter wackelt. Ich bewege keinen der beiden Sticks. Weder den linken noch den rechten. Und so wackelt der Charakter quasi als Idle-Animation umher, wenn man so weit oben steht. Krass, oder? Na gut. Wingsuit. Fliegen wir dahin. Ist echt krass. Ich meine, ja, da oben ist es windig. Ja, da fühlt man sich ein bisschen wackelig, aber... Mir als Spieler das Gefühl auch noch zu vermitteln, da kriege ich so ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Zerstöre den Truck. Die hier sind schon welche. Ach komm. Schnauze jetzt. So. Meine Güte. So, Annäherungssprengstoff. Von wo kommt er? Von da unten? Okay. Das sollte doch ausreichen, oder? Gegen Fahrzeuge reicht das safe. Notfalls habe ich noch meinen Rocket Launcher oder Grenade Launcher. Eins von beiden sorgt schon für den richtigen Bums. Wenn es schon nicht der Annäherungssprengstoff tut. Sie kommen. Nummer eins. Oh. Na kommt, versucht noch einmal durchzukommen. Das war nicht die erste Überraschung. Ach Gott. Versuchen die zu wenden ganz schlecht. Vergesst es. Alles sauber. Ah, oh. Na gut. Die Leute, die seine Musik nicht mögen, vermutlich eher nicht. Vielleicht können wir ja doch noch an der Sache mit dem Vertrauen arbeiten. Ich habe an der Wolfstan noch mehr für dich zu tun, wenn du willst. Wir sehen uns. Nice, danke. Ey, ey. Beschützt doch nicht das Fahrzeug hier. Sehr gut. Die sind auch erledigt. Menschen in der Whitehall-Region befreit. Nice. Wo auch immer hier ein Zivilist war. Falls er im Auto war, ist gerettet, glaube ich, nicht das richtige Wort. Wow. Okay, ist hier was? Nö. Ich dachte, hier wäre ein Dokument zum Lesen. Ja, schön. Das hat ja gut funktioniert. Wie geil der eine Truck noch versucht hat zu wenden. Naja, wenigstens ist der zweite kleinere Wagen aus dem Konvoi noch in die zweite Bombe reingefahren. Konnte ich mir die dritte wenigstens sparen. Hier ist jetzt eine zweite Mission aufgetaucht. What? Ja gut, klar, ist Wolf's Den. Sollte mich eigentlich nicht wundern. Was ist das hier jetzt? Zerstöre Jacobs Helikopter. Ha. Huh. Okay. Absprung. Bin ich an dem vorbeigeflogen? War das einer der Helikopter, den ich gerade eben im Himmel gesehen habe und an dem ich schön vorbeigeflogen bin? Ach du liebe Zeit. Wie weit ist denn der jetzt weg? Was? Das darf nicht wahr sein. Wieso ist der so weit weg? Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Egal. Dann fliege ich halt die 2,5 Kilometer. Soll mir recht sein. Jetzt nur noch 2. Ja, okay. Geht ja einigermaßen fix mit dem Wingsuit. Wenn man sich einigermaßen weit oben hält, dann, ja, fliegt man ja fast senkrecht, wie ihr seht.
Waagerecht meine ich, Entschuldigung, nicht senkrecht. Senkrecht wäre suboptimal. Waagerecht meine ich natürlich. So, jetzt nur noch 1 Kilometer. Das gibt wieder schön Rocket Launcher Action. Könnte ich mir theoretisch den Hank nochmal für den Hank, nicht Hank. Herc. So. Ich habe gerade an Hank gedacht, aber das ist es ja auch nicht. Herc. So. Den könnte ich mir vielleicht herbeordern, aber ich habe da zu viel Schiss dabei, dass er mich oder sich selbst wegbombt. Also. Ne? Was? Was? Hä? Zeit fürs Abendsbrot. Fürs Abendbrot. Ja? Mission fehlgeschlagen. Ich bin... Oh Mann. Scheiße. Mist. So ein Dreck. Und natürlich hauen die direkt ab. So ein Scheiß. Hier ist nicht zufällig ein... Nee, ist kein Hubschrauber-Spawner in der Nähe. So ein Mist. Da oben ist einer. Ein Helikopterladen. Absprung. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, wenn das geklappt hätte. Dann muss ich es eben mit den Helis machen. Ich habe ja einen Heli, der Raketen verschießen kann, also... Oh Mann, ich Idiot. In welche Richtung? Da. Okay. Wingsuit. Und... Zip. Perfekt. Wow. Da habe ich, glaube ich, ein paar Frames übersprungen gerade. Helipad. Ah, gut. Ich dachte schon, das hier wäre tatsächlich ein Ort, wo ich immer hinlaufen müsste. Aber nein, hier gab es eigentlich auch einen Schnellreisepunkt für. Gut, ja, einmal den bitte. So, dann mal ab in die Lüfte. Und dann machen wir Jacobs Hubschrauber platt. Ach komm. Laber. War da einer mit einem Raketenwerfer hinter mir? Als ob. Hat gerade so ausgesehen, oder? Das gibt's ja nicht. Ey, davon abgesehen, warum ist der jetzt wieder am anderen Ende der Map? Spawnen die immer 2,5 Kilometer weg von mir? Oder was ist hier los? Das ist ja unfassbar. Davon abgesehen, ich kann ja bei der Gelegenheit mal so ein kleines bisschen Ausschau halten. Hier muss es ja theoretisch auch irgendwelches Sekteneigentum geben, das ich zerstören kann. Die Frage ist nur, was ist es für welches? Hm. Das, da, da steht etwas, das verdächtig aussieht. Ich gehe mal etwas weiter runter. Ich höre irgendein Gebrabbel, aber... Okay. Wollt nur sicher gehen, dass das nichts ist. Hätte ja sein können, so ein Wasserlager oder so. Auch wenn das wahrscheinlich den Rebellen genauso schaden würde wie den Sektenmitgliedern. Von daher, irgendetwas, was Bliss beinhaltet, würde ja schon eher Sinn machen. Naja, irgendwann werde ich schon fündig. Jetzt habe ich nur leider eine meiner Raketen verballert, aber ich kann die ja theoretisch einige Male wieder auffüllen. Ich habe ja genug Kohle da, also das sollte kein Problem sein. Ach so, da ist so ein... Ja.
Ich dachte schon, jetzt hätte ich doch von alleine Sekteneigentum entdeckt. Nö. So, jetzt sind wir gleich da. Gott sei Dank. Na, komm schon. Ja, ich weiß, eigentlich wollte ich ja jetzt Hasen jagen gehen. Aber die möchte ich jetzt auch wenigstens noch platt machen. Jawohl. Jawohl. Na also. Bewaffneter Bergkonvoi erledigt. Nice. Okay, und keiner sagt Bescheid. Na gut, soll mir recht sein. Versorgungsfahrzeug, ja, leider kein Sekteneigentum. Naja, sei es drum. Ich habe gelesen im Internet, dass der Moonflower Trailer Park der beste Ort ist, um Hasen zu jagen. Ungefähr da an der Ecke. Deswegen werde ich da jetzt ganz normal eine Schnellreise hinmachen. Einziges Problem ist jetzt, glaube ich, nur, dass ich keine wirkliche Waffe zur Hasenjagd habe. Oder wäre ein Sniper tatsächlich auch noch geeignet? Ich kann es ja mit einem Sniper versuchen. Mit einem Snipergewehr. So. Da oben. Einfach an dem Trailerpark vorbei. Ich kann ja jetzt schon mal so ein kleines bisschen stöbern, ob sich ein Hase eventuell schon entdecken lässt. Nee, aber hätte ich mir auch so gedacht. Wichtig ist laut dem Internet, dass ich leise bin. Natürlich schwierig, wenn solche Geräusche noch gleichzeitig vorbei rauschen. Das verschreckt die Hasen ja nur noch mehr. Man möchte meinen, ja, die überdecken doch deine eigenen Geräusche. Ja, das mag sein, aber können genauso gut die Hasen verschrecken, wenn die so viel lauter sind. Okay, das sind jetzt nicht die Tiere, die ich wollte. Hm? Was? Oh. Okay. Auf diesem Feld sollte ich schon mal bessere Chancen haben, einen Hasen zu finden. Alter. Was war da denn jetzt am Rauschen? Ohne Scheiß, da müssen die Hasen ja irgendwann davonlaufen. Das ist ja schrecklich. Würde ich auch irgendwann abhauen. Lustig wäre es, wenn die Hasen auch mit einem roten Pfeil markiert werden würden. Das wär's. Ich muss ganz genau die Augen offen halten. Aber bei meinem Glück ist genau da ein Hase, wo ich gerade lang laufe, vollkommen blind. Und dann verschrecke ich den sofort. Ich glaube, ich habe mich vollgepinkelt. Was zum Tod? Der Bison rennt uns einfach um. Ganz ruhig, Kleiner. Ist alles gut. Bisonhaut. Problem ist jetzt nur, ich habe bestimmt die Hasen in der Nähe verschreckt, falls da überhaupt welche waren. Bin mir irgendwie schon jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das tatsächlich so ein guter Ort ist, weil ich habe ja nicht mal einen zu sehen gekriegt. Wenn wenigstens mal einer sichtbar wäre, damit ich weiß, ja, hier sind auch tatsächlich Hasen,
Ja, ich habe im Internet nachgeguckt und dieser Ort wurde sowohl namentlich genannt als auch halt auf einem Bild angezeigt. Aber bestätigen. Ach, ein Vielfraß ist das. Lass den Hund in Ruhe. Lass den Hund in Ruhe. Junge. Mach keinen Scheiß. Alter, der Hund dreht sich auch alle 5 Meter um, bellt den Vielfraß einmal an. Geht wa... Oh. You spin my head right round. Also nach Spielen sah mir das schon nicht mehr aus. Ach, der Arme. Was ist denn? Ah, der Arme wird wahrscheinlich gar nicht mehr in Ruhe gelassen. Tut mir richtig leid, der Kleine. Tut mir leid, dass ich dein Frauchen nicht retten konnte. Ah, gut, Leute. Schade, ich dachte, ich würde schneller auf einen Hasen treffen. Na, da hinten. Na toll, ich habe mich schon gefreut. Okay, Leute, Schnitt, bis ich einen Hasen finde. Ha! Leute, ich habe sie. Endlich! Ich bin jetzt zu einem anderen Hasen-Farming-Spot gegangen, nämlich hier. Neben diesem See hier, da scheint noch so ein Farming-Spot zu sein. Östlich von Deadman's Mill quasi. Ne? Der andere Hasen-Farming-Spot, der ist hier. Den habe ich mittlerweile entdeckt und auch auf der Karte markiert. Den hier allerdings noch nicht. Keine Ahnung warum. Ist ja auch egal. Ich habe sie jetzt. Eigentlich ist es deutlich einfacher, als man denkt. Es ist am besten, sich auf diese Dinger draufzustellen und anschließend das hier zu benutzen, ultimativer Jäger. Dadurch werden automatisch alle Ziele, alle Gegner und Tiere in der Nähe markiert. Ja, und dadurch sieht man sie quasi direkt. Und jetzt muss ich sie eigentlich nur noch mit dem Snipergewehr erwischen. Muss doch noch ein bisschen näher ran, wie es scheint. Scheinbar kann ich sie auch sehr leicht verjagen, deswegen muss ich ganz vorsichtig sein. Ich glaube, da schläft sogar ein Hase. Scheiße. Einen, den habe ich erwischt. Okay. Wo ist er? Da ist er. Oh, ganz winzig. Guckt euch den mal an, ey. So, alter Vater. Hätte nicht gedacht, dass das so lange dauern würde, aber ja. Klar, mit dem einen Perk, ne, wenn man schon ultimativer Wilderer oder ultimativer Jäger, wie heißt das nochmal? Ja, Jäger. Wenn man das schon hat, dann kann man es auch ausnutzen. Und ich wurde gerade angestunken. Ganz toll. Läuft mir... Das stinkt dir dann auch hinterher? Nö. Einmal vollgestunken und reicht. Ne? Und hier wurde ein Kollege erlegt. Alles klar. So, das wären die Eichhörnchen, sage ich schon. Das wären die Hasen. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Adler. So, Adler habe ich jetzt gerade eben auf der Strickland Farm gefunden. Ich habe gelesen, dass man sich ruhig mal in dem Gebiet zwischen dem Lincoln Wachturm und der Strickland Farm hier in Johns Region umschauen kann. Und da habe ich tatsächlich ein paar gefunden. Moment, vorsichtshalber das nochmal benutzen, dann sind die auch markiert. Was zum Teufel? Wo sind sie?
Da. Okay. Erwischt! Einer. Ich wünschte, ich könnte jetzt auch noch sehen, wo er... Oh, da ist er. Und? Hat das gezählt? Ich habe 2 Federn gekriegt. Was? Na gut, der hat jetzt keinen weißen Kopf. Doch keine Adler. Verdammt. Waren irgendwelche anderen Vögel. Also scheinen irgendwelche anderen Vögel zu sein. So ein Mist. Ha. Da muss ich wohl oder übel weitersuchen. Das bringt wohl nichts, sich hier weiter umzuschauen, glaube ich zumindest. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe immer noch keine Adler gefunden. Ich weiß es einfach nicht. Die Tipps aus dem Internet haben bei mir bislang leider gar nicht gefunzt und ich habe an keiner der Stellen, nicht mal in dem Jagdgebiet, wo ich Weißkopfadler jagen können soll, nämlich, Moment, wo war das? War das das hier? Nee. Wo waren? Hier war das. Ne, hier, Weißkopfseeadler. Ich habe da keinen gesehen. Nix. Sonst ist in Jagdgebieten ja eigentlich immer mindestens ein Tier von der Sorte, die da markiert ist, unterwegs. Nur bei den Adlern halt nicht. Das raff ich gerade gar nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Wirklich. Das auch an einigen Stellen. Ich hatte ja zum Beispiel mal ein Prepper-Versteck. Ich glaube, das war ja hier oben bei Raptor Peak. Da war ja ein Prepper-Versteck. Und da oben hat es von Adlern gewimmelt. Da gab es unfassbar viele. Seit ich das Prepper-Versteck offiziell beendet habe und von dort weggereist bin, nix. Nicht ein einziger ist da noch am Rumfliegen. Und ich habe ja, glaube ich, beim Raptors Peak tatsächlich so 1-2 Adler abgeschossen. Sie halt nur nicht gelootet, weil die halt den halben Berg runtergefallen sind. Ja. Also was Adler angeht, sind die Bedingungen hier im Spiel dezent ungünstig. Ich habe jetzt nochmal einen Hinweis bekommen, dass eventuell in Richtung Norden irgendeine Nebenmission ist, wo ich dann halt die Berge raufkraxeln muss und dort würden dann auch noch einmal Adler rumfliegen. Das will ich jetzt einmal machen, ne? Ich weiß, damit breche ich jetzt so ein kleines bisschen meinen eigentlichen Plan, den ich machen wollte. Ursprünglich wollte ich ja irgendwann nochmal wieder hier in diesen kleinen Zipfel hier sozusagen zurückkehren. In den südlichen Zipfel von Jacobs Region und hier mal aufräumen. Hier gibt es ja auch genug zu tun, allein schon die 3 Prepper-Verstecke. Oh. Aber ich möchte jetzt erst einmal nach Möglichkeit die Adler abschließen. Deswegen habe ich mich jetzt hier wieder per Wingsuit zu dieser Stelle aufgemacht. Jetzt fliege ich ein bisschen gemütlich hier durch die Gegend. Und ich hoffe wirklich, dass es diesmal funktioniert mit den Adlern. Puh, weil sonst... wird schwierig. Ich habe das ganze Spiel über wirklich Adler gesehen. Aber überall, wo ich sie gesehen habe, sind sie jetzt weg. Weil ich die Missionen, die mich zu diesen Orten geführt haben, beendet sind. Und das heißt gleichzeitig auch, dass die Adler weg sind. Das ist so eine bescheuerte Logik von dem Spiel. Ne? Wenn es schon solche Orte gibt, wo man von einer bestimmten Tierart extrem viel sieht... dann finde ich, sollte man diese Tierart dann auch dort lassen. Ne? Schadet ja nicht. Dann hat man wenigstens noch einen anderen Spot, wo man die Dinger jagen kann. Ist ja schließlich auch für die Platin notwendig. Also, gerade wenn es für die Platin notwendig ist, dann sollte man doch eigentlich ein paar Safe-Spots haben, wo man Adler jagen kann. Ich hatte bis jetzt mit keinem einzigen Tier so krasse Probleme wie mit dem Adler. Ne, klar, mit den Hasen, da habe ich ein bisschen suchen müssen. Aber da ging's ja in dem Jagdgebiet, ne? Dann einfach das jeweilige Homöopathikum reinpfeifen und dann ging's. Dann hatte ich genug. Also dann hatte ich direkt Hasen im Blick. Ne? Einmal nur so umdrehen und dann kannst du an den Silhouetten erkennen, was ist Hase und was nicht. Ach, Leute. Ich weiß es ja auch nicht. Also... Wir schauen jetzt einfach mal. Ich hoffe einfach, dass es hier mit den Adlern jetzt klappt.
Eli hat mich damit beauftragt, einen Weg zu finden, der Außenwelt von uns zu erzählen. Die Sekte kontrolliert alle Kommunikationswege, ganz zu schweigen von den Brücken, die rein und raus führen. Unsere einzige Chance ist es, rauszufliegen, bevor sie auch noch die Luftwege kontrollieren. Ich habe meine Ausrüstung bei mir. Ich werde heute im Schutze der Nacht aufbrechen. Wünscht mir Glück, Kyle. Mayday. Untersuche den Flugzeugabsturz. Okay. Also, bergauf kraxeln, das wird schon mal die Nebenmission sein. Frage ist nur, wo starte ich hier? Da wird es jetzt hier irgendwo ein... habe ich gerade was? Ah! Natürlich. Ich habe dir nichts getan, Mensch! Böse Stinktier. Ich habe ihm nichts getan und... Oh, Alter, dies... Wusstest du, dass Eli an diesen Bunkern für Jacob gearbeitet hat? Aber sie haben sich nicht gut verstanden. Wer hätte das gedacht? Okay. Wie aggro sie nochmal angelaufen kam, obwohl das Vieh tot ist. Vor allen Dingen, es hat mich angestunken, obwohl ich ihm nichts getan habe. Das ist einfach... Das Viech war aggro und ist mit voll Karacho auf uns zugelaufen. Ey, Stinktiere mit Mordabsichten. Okay, aber jetzt mal im Ernst. Es muss hier doch irgendwo... Oder... Na, geil. Das war jetzt doof. Das war jetzt richtig doof. Aber ich hoffe, ich kann da jetzt nochmal hochklettern. Ohne große Probleme. Ja, sieht gut aus. Wenn ich mal um die Ecke käme. Danke. Ja, ansonsten, keine Ahnung, vielleicht der Weg da rechts. Wenn es hier keine Kletterhakenpunkte gibt, danach habe ich jetzt halt die ganze Zeit gesucht. Aber wahrscheinlich ist es wieder simpler, als ich denke. Wir lassen dich nicht mehr raus. Gibt es hier irgendwo einen Weg, der links hochführt? Na, ah, nein, das nicht. Aber da ist der Kletterhakenpunkt, den ich gesucht habe. Ein bisschen mehr um die Ecke. Ist ja okay. Pardon, musst du nur ganz kurz was nachschauen. So. Jetzt muss ich ein kleines bisschen runtergehen. Aha. Um wieder hochzukommen. Alles klar. Hier wieder ein Punkt. Jawohl. Na? Jetzt aufpassen. So. Okay. Jetzt schön aufpassen. Ja, geil. So, nein, nicht runter. Nein! Das gibt's nicht. Oh, scheiße. Oh Mann, im Wasser kann ich jetzt echt keinen Kletterhaken schmeißen. Alter. Wie ich jetzt 12-mal gedacht habe, ich würde runterfallen. So. Oh, als ob. Come on. Als ob ich mich da jetzt nicht hätte festhalten können an der Brücke. Oh, das war ja jetzt gemein. So, machen wir es halt so. Müsst ihr erreichen. Oder? Na, schwierig. Schön vorsichtig. Oi, okay. So. Puh. Oh, natürlich. Alter, jetzt. Habe ich die richtige? Ja. Muss ja mal getestet werden. So. Ich dachte, jetzt müsste ich hier über die Brücke, aber schaffe ich das? Okay. Puh. Hier hätte ich auch hochgekonnt. Oh, ups. Na, einfach da lang. Da die Brücke wäre theoretisch unnötig gewesen. Na, okay. Alles klar, ich sehe schon die ersten Wrackteile. Wir kommen der ganzen Sache schon... Alter.
Böse. Ah, schon alles voll. Ich hab schon keinen Platz mehr für Vielfraß heute. Okay, das kann doch nicht sein, dass es da jetzt so weit abwärts geht, oder? Irgendwo hier muss doch wieder was sein. Echt nicht? Hm. Okay. Aber hier hören die Felsvorsprünge schon langsam auf. Wird schwierig. Ich komme hier jetzt zwar gewissermaßen hoch, aber hier ist jetzt auch schon nichts mehr zum Verkanten. Und den Sprung schaffe ich auf gar keinen Fall. Was zur Hölle? Oder hätte ich da auf die Seite... Oh, wahrscheinlich da lang. Hep. Also doch auf die andere Seite. Ja gut, wäre komisch gewesen. Wenn hier auf der Seite Gegner sind und der hiesige Weg ist im Prinzip komplett optional. Was war das denn jetzt? Irgendwas habe ich gerade markiert, aber ich weiß nicht was. Hi. Das ist nicht Peter. So. Okay. Und... Jupp. Perfekt. Ja. Soll ich jetzt darüber schwingen? Nö. Lieber so rum. So. Ja, doch, passt. Was? Was? Hä? Was war das denn jetzt? Vor allen Dingen, ich hänge im Wasserfall drin gerade. Sag mal. Was war das denn jetzt für eine Verarsche vom Spiel? Was soll die Scheiße? Warte mal. Kann ich das eventuell noch retten? Das. Nee, vergiss es, das ist hinter einer Mauer. Alter, ey, Spiel! Willst du dich eigentlich komplett verarschen? Vor allen Dingen, mein Charakter schwimmt gerade aus irgendeinem Grund, als ob ich einen Arm gebrochen hätte. Alter. Das Spiel hat gerade wieder null Bock auf mich. Hammer. Alter, ey, das war jetzt wieder Bullshit. Ganz ehrlich. Ich habe den Sprung geschafft, aber das Spiel so... Oh, Achtung, die Kante ist Eis. Dann bin ich komplett weggerutscht, ey. Das gibt's ja nicht. Zieh das bloß nicht nochmal mit mir ab, Spiel, ey. Na? So. Ach, keine Zeit zum Abseilen. So. Was, weil ich den Gleitschirm... Habe ich aus Versehen den Gleitschirm geöffnet? Und deshalb? Bin ich da so rumgegurkt? Aber hätte ich den Gleitschirm nicht eigentlich automatisch dann schon einstecken müssen, sobald ich Bodenkontakt habe? Alter, Spiel. Boah, ich dachte jetzt wieder. Also sei es wie es sei, das Spiel war komisch. Finde den Schlüssel zur Kiste. Alles, ja, da habe ich mich nicht bemerkt. Ja, selber schuld. Ah. Tja, ich weiß nicht. Da habe ich schon mal den Schlüssel. Schließe den Kasten auf. Mache ich jetzt nicht, weil ich sehe einen Adler. Und, oder? Ist das ein Adler oder ist das ein Rabe? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob das der richtige Berg ist, der gemeint war. Moment,
So. Das ist doch kein Adler. Vor allen Dingen, wie weit will er noch wegfliegen? Mit Sicherheit kein Adler gewesen. Ja. Hätte mich auch gewundert, der war viel zu klein. Trotzdem wollte ich es wissen. Ja, die klingen ja auch gar nicht wie Adler. Ist ja klar, dass es keine sind. Aber die Hoffnung war trotzdem drin, dass das Spiel es trotzdem als Adler zählt. Schade. Warte mal, was für eine Brücke? Ach so, habe ich mich jetzt schon so weit entfernt. Ja, Leute, ich fürchte, dass hier... Alter, sind die respawned? Ja, geil, ey. Die sind wirklich respawned, glaube ich. Nice. Na komm, lauf in meine Faust rein. Fein. Was zum Teufel? Lava. Das willst du nicht. Gut, willst du doch. Alter. So, Schnauze jetzt. Kein Bock auf dich. Hallo? Jawoll. Also ich fürchte, das war jetzt nicht wirklich die Stelle oder die Quest, die gemeint war. Leider. Ich werde mich jetzt hier nochmal ein bisschen nach Adlern umschauen, aber ich bezweifle, dass ich hier fündig werde. So oder so mache ich an dieser Stelle für heute erstmal Schluss, Leute. Und dann, keine Ahnung, vielleicht finde ich ja morgen, also beim morgigen Part, beim nächsten Part, irgendeinen Adler. Wäre schön. Auf jeden Fall sage ich an dieser Stelle für heute vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!